Liebe Leute, willkommen zurück zu The Division 2. Ich bin auf dem Weg zur Pilotin, damit wir nach New York reisen können, liebe Leute. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Okay. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Okay. Sind Sie bereit für New York? Für New York? Ich meine New York. Nehmen Sie an der Fahndung nach Aaron Keener in Downtown Manhattan teil und bringen Sie Ihren Charakter von Stufe 30 auf Stufe 40. Wenn Sie nach New York City wechseln, wird die Gruppe aufgelöst und Sie können nicht nach DC zurück, bis die New York City-Kampagne abgeschlossen ist. Im Verlauf der New York City-Kampagne sind einige Aktivitäten nicht erreichbar. Warnung! Sie können von anderen Plattformen aus nicht mehr auf diesen Charakter zugreifen, wenn Sie auf diesen Plattformen. Okay, also es heißt quasi One-Way-Ticket nach New York, bis das erledigt ist. Und da geht's jetzt wieder los mit Stufe 30 auf 40. Let's go. Ah, ja, sehr schön. Habe ich Bock drauf. Jetzt gucken wir mal. City Hall schwere Verluste hinnehmen müssen. Wir vermuten einen gezielten Angriff. Isaac meldet eine unbekannte biologische Verbindung. Sie wird äußerst schnell und ist tödlich. So etwas haben wir noch nie gesehen. New York hat Agents von der gesamten Ostküste angefordert. Sie brauchen Hilfe. Phelau ist unsere Ansprechpartnerin. Hier ist Cardinal One. Hey, bitte Landeerlaubnis. Cardinal One, ich wiederhole. Bitte Landeerlaubnis. Agent Lau, wir müssen sofort landen. Hören Sie? Lau, hören Sie mich? Scheiße, wir müssen da landen. Hier Phelau. Ich bitte um sofortige Verstärkung bei der City Hall. Hier ist Kelso. Da sind wir wieder. Sind unterwegs. So, was sind das für Spackos da vorne? Los! Entdeckung! Ich habe ein paar Überlebende gerettet, aber es sind noch Menschen im Gebäude. Vorsicht, sie haben eine Biowaffe. Tragen Sie Ihre Masken, verstanden? Kommen Sie, wir müssen darauf. Ach, ey, diese Zwischensequenz gerade. Ey, Leute, bitte, macht einen Film. Macht einen Division-Film oder eine Miniserie oder irgendwas. Da kann man so viel mitmachen, ne? Wie gut das gerade war einfach. Schnell nachladen. What? Kelso, gehen Sie in die City Hall und versorgen Sie die Verwundeten. Das war schon die erste Stufe? Okay. Agent, wir können durch das Dach rein. Folgen Sie mir. Ach, wie gut das ist, Leute. Ach, toll. Komm, mach mal auf hier. Schnell die Tür öffnen. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. Scheiße, das ist schlecht. Isaacs Messwerte sprengen jede Skala.
Sehen Sie sich um und halten Sie nach Überlebenden Ausschau. Wir müssen da runter. Kommen Sie! Da, wo geschossen wird. Gute Idee. Da leben welche. Howdy. Was? Ja, dein Knie, ganz klar. Ich helfe den Überlebenden. Was haben wir hier? Die Siedlung schickt Sanitäter. Sichern Sie den gesamten Bereich, bevor Sie eintreffen. Das kommen Rikers durch den Keller rein. Agent, geben Sie uns Feuerschutz. Ich hoffe, die Leute raus. Lass die Maske auf. Unter dem Ding kaum atmen. Gregor sagt, wenn du leben willst, behalt die Maske auf. Ich geb dir atmen. Agent, hier Lau. Im Keller ist ein Überwachungssystem. Wir müssen rausfinden, wer für den Angriff verantwortlich ist. Versuchen Sie, die Bänder zu beschaffen. Warte mal, haben wir hier vielleicht noch ein bisschen was? Also der Stufenaufstieg scheint ja recht schnell zu gehen hier. Also ich meine, ich habe hier Feinde erledigt und war schon auf Stufe 31. Aber darum soll es ja im Grunde auch gar nicht gehen, oder? Wenn ich ja wieder zurückkehre, dann sind wir ja wieder beim alten System, glaube ich. Aktiver Server entdeckt. Download startet. Gesichtserkennungsanalyse wird durchgeführt. Analyse beendet. Javier Kajika, James Dragoff, Theo Parnell, Vivian Conley. Status abtrünnig. Analyse beendet. Aaron Keener, Status abtrünnig. Okay. Kontaminierter Bereich. Nach Coney Island wussten wir, dass Keener an einem Virus arbeitet. Aber dass so schnell eine Waffe daraus wird, wir hätten uns vorbereiten sollen. Lau, die Sanitäter sind da. Sie bergen die Überlebenden. Wir treffen uns in Haven. Ich schicke die Koordinaten. Wir haben viel zu besprechen. Ah, wie gut das ist. Okay, packen wir ein und weiter. Hey, pass doch auf! Ist der hier noch am Leben? Da ist doch... Da ist noch jemand. Au, au, au. Die Überlebenden sind geborgen. Die City Hall ist sauber. Treffen wir uns im Park und dann auf nach Haven. Wir gucken. Ach, wie schön das ist. Da kommen Gegner. Ich brauche sie hier oben. Ja, warte mal kurz. Der Papa muss noch looten. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Schön, dass Sie uns versehen sind. Agent Lau hat uns die Koordinaten von Haven geschickt. Auf geht's. Was? So groß ist das? Ach, wie gut. Nebel des Krieges. Ah, okay. Okay, verstehe. Oh.
Ja, sorry, ich bleib dabei. New York ist die bessere Location für The Division. Der zweite Teil spielt sich besser, aber wenn es nur um den Ort geht, ist es einfach New York. Ist schon komisch, hier zu sein, wo alles begann. Ja. Sie hatten sicher schon eine Vorstellung, wie es sein würde. Ich war hier. Der perfekte Sturm nötig war. Oh, schaut euch das mal an. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es überall hätte passieren können. Amherst hat sich für New York entschieden. Das ist ja unfassbar, wie das aussieht. Okay. Ich werde immer mal zwischendurch schauen, dass ich ein schönes Foto machen kann. Oh, das sieht ja absolut großartig aus. Das ist ja mal richtig schön abgeranzt. Vorsicht, Agent. Das sieht nach Ärger aus. Ja, ich bin Ärger. Zielen Sie auf die Tanks. Das sollte Sie aufhalten. Ist das gut, ey. Wir müssen weiter. Ist sie jetzt die ganze Zeit an meiner Backe eigentlich? In DC habe ich ziemlich abgefahrene Dinge über die Cleaners gehört. Sie glauben offenbar, dass sie die Stadt nur retten können, wenn sie alles verbrennen, was kontaminiert ist. Kaum zu glauben, dass das mal ganz normale Menschen waren. Kommen Sie schnell nach Haven. Erwarten Sie aber keine herzliche Begrüßung. Der Leiter, Paul Rhodes, ist kein Fan von mir. Was? Oh, ich darf nicht mal kurz looten. Na dann los. Ich bin schneller. Ja, leider nicht. Wie sie läuft. Was ist denn da los? Haut ab! Wir möchten mit Rhodes sprechen. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir haben genug Agents aufgenommen. Das endet nie gut für uns. Haut ab! Lass sie rein. Blablabla. Wir hören, was sie zu sagen haben. Na gut. Mach mal auf, Offizier Otto. Das ist Haven. Diese Siedlung wurde vor einigen Monaten von Ex-JTF und zivilen Freiwilligen gegründet. Sie nennen sich Peacekeeper. Das ist der sicherste Ort in Lower Manhattan. Sie haben Security, Nahrung, Nachschub, einfach alles. Allein die Tatsache, dass sie nicht von den Rikers oder Cleaners überrannt wurden, ist beeindruckend. Ihre Begeisterung für die Division hält sich in Grenzen. Wir müssen sie überzeugen, uns bei der Jagd auf China zu helfen. Wir treffen uns in Rhodes Büro. Er mag mich nicht. Es gab Differenzen. Hoffentlich können wir dort bleiben. Hallo, ich würde gerne einchecken. Rhodes. Sehr gut. Verdammt! Die Division hatte ihre Chance. Wir müssen uns neu formieren. Aber sicher nicht hier. Und was, wenn Haven Chinas nächstes Ziel ist? Soll das ein Witz sein? Sie machen uns zum Ziel. Wir können sie schützen. Na, vielen Dank. Wie in Hell's Kitchen. Ich fall nicht nochmal auf die Scheiße rein. Wir kämpfen hier denselben Kampf. Mag sein. Aber unsere Lage ist inzwischen deutlich besser als damals in Midtown. Die Leute fühlen sich sicher. Das stimmt. Die Lage hier mag uns jetzt sicherer erscheinen. Aber dieses Gefühl kann genauso gut trügerisch sein. Es wird rau da draußen, Paul. Aber du entscheidest. Tut, was nötig ist, um China zu kriegen. Dann müsst ihr hier raus. Ihr alle.
Kina ist unser Hauptziel, aber keiner weiß, wo er sich aufhält. Der Dreckskerl versteckt sich irgendwo und plant seinen nächsten Zug. Dank der Aufnahmen aus der City Hall haben wir eine Spur zu den anderen vier abtrünnigen Agents. Theo Purnell, Tech-Spezialist und Verschwörungsexperte. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, aber er muss etwas mit den Überwachungsdrohnen zu tun haben, die wir verfolgen. Eine von ihnen wurde am Civic Center abgeschossen. Sie müssen sie für uns bergen. Vielleicht finden wir ihn ja über die Metadaten. Vivian Conley, Expertin für Sprengstoff und in der Führungsebene der Cleaners. Wir erhalten Berichte über immer aggressivere Cleaners-Angriffe in Two Bridges. Melden Sie sich dort bei den Peacekeepern. Die behalten Sie im Auge. James Dragoff, Experte für schwere Waffen und Anführer der Rikers hier in Lower Manhattan. Er steckt in einer befestigten Anlage in der Wall Street. Ein paar Agents suchen schon länger nach einer Schwachstelle. Im lokalen Safehouse erhalten Sie mehr Infos. Javier Kajika, Experte für taktische Einsätze. Er ist ein Geist, aber mit beachtenswerter Handschrift. Wir wissen von mehreren überfallenen Patrouillen in Battery Park. Wir sind sicher, es war Kajika. Am besten verfolgen wir seine Spur und sehen, wohin sie führt. Verlieren wir keine Zeit. Die Verfolgung jedes dieser Ziele bringt uns näher an Kina heran. In der Zwischenzeit unterstützen wir sie von Haven aus, so gut es geht. Viel Glück, Agent. Cool. Also, sie hat im Grunde gesagt, töte alle. Okay, mach ich. Neue Spuren. Ah, sehr cool, okay. Die Karte ist vom Nebel des Krieges bedeckt und das GPS ist innerhalb des Nebels nicht verfügbar. Die Spuren für die Fahndung nach China werden durch Untersuchungsgebiete markiert. Finden Sie sie leichter? Sie finden sie leichter, wenn Sie dort eine Wegmarkierung platzieren. Ja. Original falsch einfach. Es wird gemeldet, dass Kajika im Battery Park ist und Hinterhalte gegen Peacekeeper und JTF-Patrouillen legt. Das ist der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen. Vorsicht. Der Kerl versteht keinen Spaß. Einfach unglaublich. Wir stecken in derselben Scheiße wie damals, als Amherst das Gift freigesetzt hat. Ich hab Haven ohne die Division und ihre verdammte Gewalt aufgebaut. Und Faye, sie hat sich viel zu lange hinter der Autorität ihrer Division-Marke versteckt. Hoffentlich werde ich es nicht bereuen, sie reingelassen zu haben. Dafür musste ich jetzt mit ihm sprechen, um mich zu bepöbeln zu lassen? Ach nee, hier. Zeig mal, hier haben wir ein paar Punkte. 42. Verbessern. Ach, kann man hiervon immer nur eine Sache machen? Höherer Schaden durch Sturmgewehre. Mir ist das Stoner LMG empfohlen worden von euch. Fünferkosten, Gewehre. Ich denke, das kann ich schaden. So. Was haben wir hier? Das ist benötigt Zerstörungsexperte, um aktiv zu sein. Artilleriegeschütz feuert Salven auf nahegelegene Zielorte. 3% höhere Explosionsschaden betrifft Sprenggranaten. Fertigkeiten. Erhöht den Widerstand gegen Brand. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Also nicht nach Alkohol jetzt, sondern Feuer. Reparaturkits reparieren 100% Schaden und das Waffenhandling wird 15 Sekunden lang um 30% verbessert. Davon kann ich aber wahrscheinlich immer nur eins wählen, oder? Individuelle Waffen sind im Rang angepasst. Diese Erhöhung kommt noch oben drauf. Das Töten mehrerer Feinde durch Explosionen fügt der Munitionsleiste ihrer Gruppe 2 hinzu. Okay. Jetzt steht er da ja schon wieder. Was hat sie zu sagen? Was glaubt Rhodes eigentlich, was hier los ist? Das ist Krieg. Kina hat es auf uns abgesehen. In dem Moment, wo wir anfangen, Fortschritte zu machen, stehen wir wieder hier und streiten rum. Mir reicht's. Dieser Dreckskerl muss sterben. Und es ist mir egal, was wir dafür tun oder mit wem wir uns dafür verbünden müssen.
Tut mir leid. Es ist nicht Ihre Schuld. Dieser Friede war hart erkämpft. Und wir haben ihn verspielt. Wir werden ihn kriegen. Das müssen wir. Okay. So, was gibt's hier sonst noch? Nichts weiter, ne? Kann ich das hier auch ausbauen eigentlich? Verkäufer. Hier. Hallo. Ach ja, er mit den Schultern. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Benitez auf... Was höre ich denn? Oh, wer bist du denn? Ey Leute, das wird leider der Rest dieses Videos sein. Also es sieht mega unrealistisch aus irgendwie. Also der Kopf. Da stimmt doch was nicht. Ich meine, klar, die Pfoten sind groß. Wieso? Division 3 wird hundertprozentig Hunde haben als Companions. John Wick-Style? Ey, klar. So, guten Tag. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Leider geht das nicht. Ich kann wirklich nicht mit ihm sprechen. Das geht nicht. Komisch. Keine Sorge wegen Rhodes, das wird schon. Hoffe ich zumindest. Er ist ein guter Mann, prinzipientreu. Wir bräuchten mehr wie ihn. Aber wir brauchen auch mehr wie Sie. Ich meine, Prinzipien sind gut, aber sie stopfen keine Mäuler oder schützen vor einer Bande Rikers. Was ich brauche, ist eine Tasse Kermans. Dieser Instant-Scheiß bringt mich noch um. Aber in der allergrößten Not. Wieso rede ich denn mit den Leuten eigentlich? So, nochmal ganz kurz. Stellt euch mal vor, so ein Hund. Ich mag das eigentlich gar nicht in Spielen. Auch in Far Cry und so. Ein Krokodil und ein Dackel und sowas. Nutze ich nicht. Aber hier so ein, der einem dann Magazine bringt oder die Waffen aus der Hand reißt von den Feinden und dann irgendwie Sprengstoff hinten drin hat und so. So eine Weste. Das wäre schon cool. Das wäre schon ziemlich cool. Oder man spielt einfach den Hund. Objekte, die Sie aufnehmen, verfügen über eine Vielzahl von Attributen, die mehr oder weniger stark sein können. Diese Stärken wird durch eine Zahl im Balken dargestellt. Der Balken veranschaulicht dabei das volle Potenzial eines Attributs. Wenn ein Attribut mit maximalem Wert ausgewürfelt wird, wird dieser Balken vollständig gefüllt. Mhm. Halten Sie Ausschau nach Attributen, die zu Ihrem Spielstil und Bild passen und rüsten Sie diejenigen mit den höchsten Werten aus. Alle Attribute eines Objekts können nun maximalen Wert annehmen. Okay. Seasons. Was haben wir hier? Rekalibrierung. Okay, das sind alles Sachen, damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Wenn wir hier durch sind. Was gibt's hier? Konflikt. Das ist hier so Multiplayer, ne? Sollen wir mal eben schauen, was wir hier so Schönes haben. 31 durchgeführte Reparaturen, Fertigkeitentempo. Hier haben wir halt Kopfschussschaden. Hier haben wir Waffenschaden. Vierundzwanzigtausender Rüstung, ne? Weniger Waffenschaden, Sturmgewehrschaden 10%. Aber hier genauso, aber hier bin ich besser geschützt. Also, was heißt geschützt? 47.000 Rüstung. Nachladetempo. Hey. Kopfschussschaden. Kopfschuss, Scharfschützengewehrschaden. Das bringt mir nichts. Gewehrschaden. Auch da eher schwierig.
Habsburg Guard. Rüstung. Waffenschaden, Fertigkeiten. 10% Chance auf kritische Treffer. Das steigert meine Rüstung halt wirklich enorm, ne? Dann habe ich so einen halben Mittelweg. Rüstung durch Kills. Spitze des Speeres. 20% Schaden von individuellen Waffen. Ach, da haben wir wieder das mit den Zweiteilen. Okay. Okay, dadurch haben wir nochmal mehr Rüstung. Waffenschaden ist davon nicht beeinflusst. Plus 30% Lebensenergie. Kopfschussschaden, Gefahrenschutz, Rüstung. Statuseffekte, Rüstungsregeneration nehme ich mal an. Rüstung gesamt. Golden Gear. Durchgeführte Reparaturen. Ja, Scharfschützengewehrschaden nutze ich nicht, ne? Und nur Kopfschussschaden, den habe ich hier auch. Da haben wir die Waffe in langsamer, aber mehr Schaden. Plus 6,2. Warte mal, was? 23.000 Schaden? Im Vergleich zu jetzt 13.000. What? Ist das wirklich so? Mal Stabilität. Hier schauen wir mal, dass wir 30 Kopfschuss, aber dann muss ich dadurch zielen. Wer ist denn mit 10 Präzision? Hier haben wir... Hier haben wir nochmal 20. Da haben wir volle Stabilität. Ich denke aber, es macht mehr Sinn, ein größeres Magazin zu nehmen. Probieren wir es mal so. Bei den Gewehren, was habe ich denn jetzt gerade? Ein Scharfschützengewehr tatsächlich. Dann können wir das hier auf jeden Fall mal... Würde ich so sagen. Genau, das hätten wir. Clan Access, Clan Quartier. Battery Park, Civic Center. Tschüss, bis morgen. Okay. Von Feinden bewachte... Sie begeben sich in den Financial District, das Herz der mächtigsten Wirtschaft der alten Welt. Man sieht, wo das hingeführt hat. Vor einigen Monaten wurde der Bereich von einem Hurrikan heimgesucht. Seither sieht alles anders aus. Stochen Sie besser nicht im Schlamm. Ach, sieht das gut aus. Na, ihr macht das schon. Ja, ist schon Mittagszeit. Kommen Sie zur Wall Street!
Wir stellen sie auf. Ach, die gehören gar nicht dazu, oder was? Die spazieren da. Ach nee, tatsächlich. Jetzt noch? Sieht so aus, ne? Okay, cool. So, sehr schön. Das hätten wir. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen kleinen Fortschritt machen. Der Battery Park District wurde nach der Flut des Hurrikans verwüstet. Jetzt ist das Meer sowas wie ein Sumpf geworden. Dort war viel Wohlstand angesiedelt. Die Ansässigen nutzten ihre Vorräte und Verbindungen, um zu fliehen, bevor alles abgeriegelt war. Die meisten hatten diese Option nicht. Notsignal in der Nähe entdeckt. Sie haben wohl Teile von Kajikas Werk entdeckt. Sie hatten keine Chance gegen jemanden wie ihn. Spät. Agent braucht Verstärkung. Agent-Profil entdeckt. Geschütz registriert auf Javier Kajika. Status abtrünnig. Unglaublich, dass die ihre Technologie noch nutzen können. Es gibt für alles eine Hintertür. Feind nähert sich. Jetzt, dass Kajika vor kurzem hier war. Aber wir brauchen eine heiße Spur. Suchen Sie die nächste Kirchengemeinde auf. Wir zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. Sag mal her. Da drüben, Trinity Church. Wir wissen jetzt, dass Kajika vor kurzem hier war. Aber wir brauchen eine heiße Spur. Suchen Sie die nächste Kirchengemeinde auf. Sie zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. Tragbares Gerät erkannt. Ach da. Hier ist Javier Kajika. Die Rikers sind ins Gebäude eingedrungen. Da bitte JTF-Unterstützung. Anfrage abgelehnt. Alleine schaffen wir das nicht. Sie sollten sich zurückziehen, wie wir. Was? Die Evakuierung wurde angeordnet. Wir müssen es zu Ende bringen. Der Rückzug läuft bereits. Da sind jetzt nur noch Nachzügler. Wir können nicht einfach abziehen. Es ist vorbei. Ich will keine weiteren Toten auf meinem Gewissen. Oh, ich hätte es wissen müssen. Bleiben wir, sind wir tot. Gehen wir, sind wir abtrünnig. Tut mir leid, Agent. Ich kann nichts tun. Over and out. Fuck! So, da wären wir. Wir müssen einmal rum, so wie es aussieht. Jetzt
zum Seiteneingang. Hier. Fragen Sie die Leiterin der Gemeinde, ob sie etwas über die Patrouillen weiß. Hallo Agent. Ich habe auf Patrouillen in der Gegend geachtet. Vor kurzem war hier eine Patrouille. Sie sagten, sie wollen die Erdstöße untersuchen, die wir hier hören. Sie sind zum Hugh Carey-Tunnel im Süden gegangen. Ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Sehen wir uns den Tunnel an. Im besten Fall kann uns die Patrouille sagen, was sie wollen. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Ja, geht mir auch so. Talente sind kraftvolle Boni, bei denen es erforderlich ist, eine besondere Spielaktion auszuführen, um sie zu aktivieren. Für die Aktivierung der Talente ist keine bestimmte Attributanzahl mehr erforderlich. Für die Aktivierung der Talente ist keine bestimmte Attributanzahl mehr erforderlich. Sie sind auf High-End-Westen, Rucksäcken und Waffen zu finden. Sie erscheinen ebenfalls auf Ausstattungsgarnituren als Bonus für 4-Set-Teile sowie auf dem Rucksack und der Weste von Ausstattungsgarniturobjekten. Exotische Objekte bieten einzigartige Talente. Talente geduckt. Was haben wir hier? Solange sie sich im Radius von 5 Metern um einen Verbündeten oder eine Fertigkeit befinden, erhöht sich der Waffenschaden um 15%. Okay. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ich weiß, dass du da warst. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Hell's Kitchen. Sicher, da war ich mal. Du hast die Siedlung angegriffen. Wir haben nur geholt, was uns gehört. Ein paar Idioten haben Ärger gemacht. Nicht unsere Schuld, wenn das so ausgegangen ist. Meine Schwester ist tot. Echt? Keine Ahnung. Hab ihr wohl in den Rücken geschossen. Fahr zur Hölle. Du verdammtes Arschloch. Was haben wir denn hier jetzt? Kopfschussschaden 15. Haben wir dann als zweites Scharfschützengewehrschaden. Chance auf kritische Treffer. Gut. Ist ein Scharfschützengewehr. Machen wir das mal so. Durchgeführte Reparaturen, Sprengsatzwiderstand, Explosionsschaden, Fertigkeiten, Tempo, Statuseffekte. Ja. Tragbares Gerät erkannt. Schon wieder. Ach ja, da drüben tatsächlich. Smish. Nope. Nope. Sag mal. Ja. Wir haben von einer JTF-Patrouille erfahren, die beim Hugh Carey-Tunnel verschwunden ist. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber kein Glück gehabt. Kajika ist in der Umgebung aktiv. Sicher sind sie untergetaucht, damit er sie nicht finden kann. Machen Sie sich keine Hoffnung. Wenn Kajika da ist, ist die Patrouille weg. Ich fürchte, Faye hat recht. Aber wir müssen es versuchen. Zivilisten in Not. Was haben wir hier? Ah. Hugh Carey Tunnel, okay. Ich helfe dir, sofern du nicht der Feind bist. Oh, falsche Waffe. Ha.
haben's geschafft. Wurde jemand verletzt? Ja, die beiden. Oh, hier haben wir noch was. Elektronisches Gerät. Eins will ich von Anfang an klarstellen. Ich traue der Division nicht und schon gar nicht Außenstehenden. Ich würde sagen, das ist nicht gerade die beste Ausgangssituation für uns beide. Ich bin nicht Division. Eine JTF-Patrouille ist beim U-Carry-Tunnel verschwunden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Seien Sie vorsichtig. Kajika hält nach Patrouillen Ausschau. Wir wollen nicht, dass er uns zuerst findet. Okay, let's go. Ein Bereich sichern. Aber sicher doch. Echo entdeckt. Jede Menge Feinde. Aufschluss über die Patrouille. Greifen Sie darauf zu. Multikill, taktischer Kill, Multipass. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht hilft der alte Schott ja beim Zugriff auf das Echo. Du darfst erstmal gehen, danke. So, jetzt haben wir hier ein tolles Gewehr gefunden. Allerdings ist das ein Gewehr, kein Scharfschützengewehr. Von wegen Ausrüstungsteil, welches... obwohl, nee, warte mal, das ist ja auch erst die zweite Stufe. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Hier haben wir 19.000 Schaden, hier haben wir 47.000. Zwar nur 10er Magazin. Dadurch ein bisschen präziser. Ja, Stabilität kann nicht schaden. Nachladetempo, optimale Reichweite. Halbe Sekunde schneller. Nee, das machen wir so. Kopfschussschaden 30. Na, Präzision, Stabilität. Ja, mach mal Präzision. Ja. Lengmo. Schlüssel der Black Tusk, okay. Danke. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Passt gut auf. Klingt, als wäre die Division durchgekommen. Wie haben die uns gefunden? Bei dem Krach, den Nancy macht, wundert es mich, dass die uns nicht eher gefunden haben. Nancy? Wer zum Teufel ist Nancy? Wer zum Teufel ist Nancy? Wie sie das gesagt hat. Nancy? Ich bin hier die einzige Frau. Jede Menge Krempel für uns, das ist schon mal nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob wir hier den richtigen Weg gefunden haben. Ich dich auch. Was für ein Zufall. Kran entdeckt. Strom fließt nicht. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Isaac erfasst einen Generator in der Nähe. Versorgen Sie den Kran mit Strom. Okay.
Hat sie jetzt ein Auto? Nee, ne? War da noch einer? Nee. Alle down. Sehr gut. Generator aktiviert. Strom fließt. Warte mal kurz. Das sollte reichen. Bringen Sie den Kran in Position. Hoffentlich liefert uns das Echo Antworten. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ein JTF-Konvoi fährt in Richtung Battery Park. Sind Sie infiziert? Ist das wichtig? Glaubst du, wir machen das hier zum Spaß? Die Scheiße fordert ihren Tribut. Sie versorgen die Infizierten. Wir tun, was getan werden muss. Aber auf unsere Weise. Ihr habt meine... Ich sagte auf unsere Weise. Wir betreiben Schadensbegrenzung. Wir sind nicht hier, um deine Wäsche zu waschen. Das ist nicht verhandelbar. Ihr wascht meine Wäsche. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Wo denn? Hier drüben. Ach da. Ich brauche Namen. Warum so eilig? Ich will nicht, dass sie länger leben als nötig. Isaac ortet einen nicht kartierten Tunnel unter der Straße. Die Cleaners waren offenbar fleißig. Generator-Firmware-Fehler. Wartung wird eingeleitet. Verdammt! Halten Sie die Cleaners auf, während Isaac den Generator repariert. Hoffentlich geht das schnell. Oh, oh, Big Daddy. Schön. Generator repariert, Stromversorgung wiederhergestellt. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Okay, gut. Zurück an die Steuerung und bewegen Sie diesen Kran. Wir haben es fast. Diese Cleaners bewachen offenbar den Tunnel. Die verstecken da unten irgendwas. Möglich. Aber jetzt müssen wir rausfinden, was in dem Echo ist. Ah ja. Bronson. Vortreten. Du kommst mit. Der Rest von euch bleibt genau da, wo er ist. Echo in der Nähe entdeckt. Ruhe, verdammt. Warum können wir ihn nicht wie den Rest verbrennen? Solange Kajika seinen Teil der Abmachung einhält, tun wir das auch. Und wenn er infiziert ist? Wir müssen ihn nur noch Pathway bringen. Dann ist der Kajikas Problem. Ich fasse es nicht, dass Nancy wieder läuft. Die armen Schweine hatten keine Chance. Ich hoffe, John lebt noch. Agent, gehen Sie nach Pathway. Finden Sie Kajika und finden Sie heraus, was die Cleaners in den Tunneln planen. Wir müssen alle Spuren verfolgen, die uns China näher bringen. Und finden Sie raus, was zum Teufel Nancy ist. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Ah, nichts. Ja. Gegner bewache einen Ort in der Nähe. Ach, ist das toll. Ich frag mich gerade, doch, das ist alles noch an Sharpen. Schaut euch mal den Unterschied an. Was? Weil da jetzt so ein Blumeneffekt hier ist, aber das soll nicht weiter stören. Liebe Leute, ich würde sagen, das war ein fantastischer Auftakt. Ich freue mich, endlich in New York zu sein. Und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter und dann gucken wir mal, wie wir die anderen Pfeifen da finden. Also liebe Leute, bis dahin. Ciao.